Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Lotus Simulator hier auf dem Kanal. Ja, was ist los? Ja, fühlt sich an wie alte Zeiten. Die Tage hatten wir die Karte Kleinfurt und jetzt präsentiert sich Stuttgart mit seinem neuesten Update. Mit dabei der Hobby. Hallo. Der uns mal ein bisschen über sein Projekt hier ein bisschen quatschen wird, denn Hobby ist nämlich Teil dieses Stadtbahn-Stuttgart-Projekt, der nämlich als Objektbauer hier mit involviert ist. Und natürlich klauen wir jetzt selbstverständlich den Ruhm wieder von Hobby und was war das, BTW Martin, der dabei ist. Ja. Ne, also wir ernten jetzt den Ruhm, nicht die Leute, die da dran bauen. Ne? Also das muss man nochmal dazu sagen. Also genau, also ich... Martin am Zug oder auch von Disco, aus dem Steam genannt, BTW und Teddy Bob, das ist unser Fahrzeugbauer. Der baut ja gerade ein eigenes Fahrzeug für uns, wenn es alles klappt. Der aktuell jetzt aber noch nicht in der Version mitgeliefert wird. Nein, das kann noch sehr lange dauern. Während der Hobby euch jetzt hier über sein Projekt erzählt, werde ich jetzt mal das Fahrzeug jetzt hier aufrüsten. Ja, also wir haben jetzt das neue Update rausgehauen, das 1.1, und da haben halt viele reale Objekte dazu geliefert, wie die Haltestellenschilder oder das Fressnapf oder andere Objekte, weil wie schon Martin gebaut hat, eher habe ich die Objekte mehr gebaut, weil Martin am Zug hat halt, der baut ja an die Karte selber, legt halt Gleise und dran und ich. Tut ihn halt versorgen mit Objekten und sowas, dass er dann dieses Material hat zu bauen. Aktuell ist ja die U12 dazu gekommen, weil die Strecke ja teilen, weil die U14 endet ja schon in Mühlhausen auf Gleis 3 und die U12 fährt dann halt Palische Weile bis Bremseck. Ob wir bis Bremseck bauen, das wissen wir noch nicht, aber ich schätze mal schon, dass es vielleicht dazu kommen kann. Bis jetzt haben wir halt bis Hallstatt die U12 verlängert, weil da biegt die ja ab zum Hallstatt. So, aber ich muss mal jetzt ganz kurz mal zwischengrätschen, bevor du jetzt, wie ist denn hier der Code hier? Von, ja, was muss ich jetzt hier eintippen? Irgendwie sind eure Codes nämlich falsch. Hier steht einfach nur 0-1. Ich kann hier keine 0-1 eintippen. Linie, ja. Da muss ich zugeben, dass ich es nie geschildert habe. Ja, da müssen wir ohne Schilderung fahren. Also, so. Ja, da geht's glaube ich auch nicht, weil das hat ja Perbahn und wir haben ja kein Rollband dazu gemacht. Warte, er nicht da irgendwie schon die Ansagen drin gehabt? War irgendwie so. Ja, stimmt, von seiner Oma oder Omi. Das müsste aber nochmal anpassen dann. Ja, ja. Welche Linie wären das eigentlich, die hier fährt? Die U12 und die U14, da kannst du ja aussuchen. Probieren wir es mal mit der 12. Und Route 1, mal gucken. Falsche Linie, nö. Route 2. Nö. Linie Kurs 014. Route 1. Auch nicht. Ja, dann geht's halt nicht. Dann müssen wir ohne fahren. So, weil du kannst normalerweise keine Null schildern. Ja. Ne? Das geht natürlich nicht. So, okay, los geht's. Los geht's. Ja, und da wollen wir halt vieles Neues entdecken. Jetzt ist das halt realistischer umgesetzt worden als am Anfang. War es halt nicht so realistisch und man hat es nicht wirklich wieder kann. Nur vielleicht die, wo da wohnen, haben vielleicht wieder. Aber jetzt ist es doch realistisch, dass so wie es aussieht, es sieht auch aus. Ist, na klar, nicht 100% realistisch, ist ja schon klar. Also wir sind da nur ein Teil realistisch. Also, wir schauen schon, dass es realistisch wie möglich auch umgesetzt wird. Aber 100% glaube ich auch nicht. Glaube ich, 60, 70 ist auch schon gut. Ja, ist natürlich alles schon verfügbar, ne, auf Steam. Das ist für alle verfügbar. Das könnt ihr euch natürlich schon runterladen. Das ist
wie gesagt, alles schon da. Genau. Ja, also das Beste ist, ursprünglich wollte man halt, dass man keine Objekte runterladen müsste, aber hat leider nicht geklappt, wie man uns vorgestellt hat. Anscheinend sagt er, wenn er sie hochladen möchte, dass es seine, nicht seine Objekte sind, sondern die Add-ins runterladen, müssten wir halt das einzeln hochladen, aber ich habe die halt in einen Ordner reingepackt. Also ihr müsst nur zwei zusätzliche Objekte runterladen und das kann man ja noch vertreten. Statt Undercut muss ja den halben Wertschöpf ja runterladen. Und so haben wir es halt nur auf zwei gegrenzt. Das ist richtig. Ja, weil ich bin auch kein Freund von halben Wertschöpf, gut, den habe ich ja sowieso runtergeladen. Also aber schon ja, wenn du halt dann 20, 30 Sachen runterladen musst und das, weil man es ja selber nervt und darum wollten wir es halt nicht so krass. So haben wir es halt auf zwei eingegrenzt. Das eine ist von uns ein anderer Objektbauer, Teddy Bob, und die anderen sind von hier. So, tatsächlich auch schon eine ganze Weile her, dass wir jetzt hier mal mit Düsseldorfer Bahn unterwegs waren. Haben natürlich das passende SSB-Repaint drauf. Ja, das ist übrigens von Janis gemacht worden. So, jetzt die Schräglage. Aber man merkt halt, wie weit seid ihr jetzt, wenn man so fragen kann, wie ist der Stand der Dinge? Ja, wir sind halt ein Viertel fertig von der Strecke. Die Kilometer weit weiß ich zwar nicht, muss ich mal nachschauen. Weil jetzt während der ersten Meter, die wir jetzt gerollt sind, sind natürlich auch viele, viele Fehler drin. Die, okay. werden dann erst zum Ende dann ausgemerzt. Dann. Oder macht ihr das so, dass ihr etappenweise baut und dann halt schon dann anfangt, die Fehler auszumerzen und dann erst in den nächsten Abschnitt weitergeht? Oder wie sieht's da aus? Ja, das ist immer schauen, dass die Fehler ausmerzen, ist halt mein Kollege Martin am Zug zuständig. Kann sein, dass er das auch sofort machen tut, wenn er halt einen groben Fehler entdeckt, wo es nicht sein sollte. Dann kann es schon sein, dass mir das sofort ausmerzen tut. Kann auch sein, dass er halt sagt, aber ich schätze meine Mann ist doch eher die erst am Anfang, aber die erste Person so gut wie möglich fehlerfrei fertig haben, dann gehen wir, schätze mal, auf Schritt 2 zu und machen da weiter. So, also man kann das schon, so, oder, na klar, die, wo da halt wohnen und halt so oft waren, die erkennen es schon wieder und halt andere, wo halt hier nicht wohnen, die wissen ja nicht, wie es aussieht. Das ist halt immer schwierig. Was ist, ja, vielleicht planen wir mal irgendwann vielleicht so ein Video zu machen, wo man eine Hälfte sieht bei den realen Führerstand und die andere Hälfte Lotus, dann kann man dann auch Abstriche machen. Also was ich halt viel sehe, zum Beispiel hier sind ja diese kleinen Feinheiten, wie zum Beispiel, dass sich das hier alles spiegelt hier. Ne? Also wenn Pflasterstein so extrem krass spiegelt, dass da ein Spiegel drauf ist, dann ist das natürlich schon ein bisschen unrealistisch halt, ne? Das sind zum Beispiel Sachen, die angepasst werden müssen. Ja, auch irgendwie das mit diesen Häuschen hier, was diese Wartehäuschen hier, die sehen halt auch aus, als ob die nicht fertig sind. Also ja, der Bahnsteig und die Wartenhäuser hat der Martin Zug tatsächlich gebaut. Die Schräuchkiste von mir und die U-Bahn-Schild. Ja, schon ist halt mitgeben, dass er halt vergessen hat, das Glänzen rauszuholen, Glänzfaktor. Ja, das ist halt so, dass das Ganze hier irgendwie halt wirkt so, weil es gibt hier keine Bank drauf, die Leute könnten hier runterfallen. Ich glaube, das ist auch nicht so hundertprozentig. Ja. Ja. Also die Zaunmarkierung und alles sowas, ne? Also definitiv die Ausgestaltung fehlt halt noch hier an den Bahnhöfen, also an den Haltestellen. Die würden schon noch kommen. Gut, das habe ich nicht gewonnen. Die U12 und U14, genau. Tarifzone 1. Ja.
So viele Dinge habe ich schon bauen müssen, aber ich habe eine gute Nachricht bekommen, dass Oh. habe ich auch entdeckt, was Oho. das da macht, was ich auch nicht gedacht habe. Hier ist Gar einfach nicht. mal unter der Erde, also hier, wir sind drauf, und unter dem Ganzen ist einfach mal ein ganzes Haus versteckt. Das wirst du noch öfters sehen. Weiß nicht Ach, stimmt, warum. da hinten, ja. Warum er es so machen tut, weiß ich nicht, weil es irgendwie ein Fehler passiert, muss ich ihn halt mal ansprechen, aber ich will das Video Ich eben könnte mir das halt nur angucken. vorstellen, dass er wahrscheinlich ein Objekt ausgewählt hat und versehentlich dann das andere angeklickt hat und der wechselt das Ganze. Ja. Interessant. Interessant. Und das stimmt. Ja, und alles klar. Gut, Michi Janis will dir ein Schrift für uns schreiben, so bauen, dass man die heiligen Schüler beschriften kann. Er muss nicht jeden. Bis jetzt muss ich die immer austauschen oder mehrere Schüler immer die beschriften per Point und dann die uns haben auch so viele Heiligstädte, so viele einzelne. Wenn das klappt mit der Beschriftung, dann brauche ich nie wieder eine Beschriftung. Können wir es da in der Map schon machen? Wie viel praktischer. So, ja, Fensterscheibe zu bauen, das ist für uns auch noch nicht rausgefunden. Gut, ich habe zwar rausgefunden, wie man die Fensterscheibe oder ein bisschen. Wollen wir alles Na, noch das Ding ab? ist halt, es ist hier halt Ja. einfach nur grün. Ne, es ist hier wohnt irgendwie keiner. So. Also auf der Seite, das ist wirklich nur grün, weil da nur das Max-Eis-See ist, Kilometer lang. Auf der anderen Seite sind auch nicht so viele Häuser Also es ist so grün da, ja. da. Ja, also der rechte, aber das sehe ich, da sind keine Häuser, das weiß Na, ich, da das ist ist noch. klar, ja, das ist ja See, ja. Ja, da. Auf der anderen Seite sind schon ein paar Häuser versteckt hinter den Bäumen. Da sieht man es auch nicht wirklich. Ja, wir müssen halt, wir wollen halt auch nach und nach und alles dazu. Die ganzen Häuser und alles. Wie man auch schon So, gemerkt. hier kann ich mich erinnern. Hier müssen wir auf jeden Fall nach links, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, wenn du die U14 bist, dann links und die U12 geradeaus rein. In diesen Tunnelabschnitt ist auch sehr spannend, ist auch neu. Ja, aber der führt ja ins Ende. Da ist ja dann gar nichts mehr außer der Tunnel. Doch. Aber man muss sagen, naja, so viel ist da nicht. Ich bin ja da lang gefahren. Interessant auf jeden Fall, dass ihr da so ein Splendor wahrscheinlich dafür gebaut habt oder sowas. Also nach dem Tunnel kommt die schicke Haltestelle und dann geht es noch geradeaus hoch und kommt die zweite Haltestelle. Da wurde Ja, schon vorher. aber da ist nichts mehr ausmodelliert, ne? Das sind bloß die Haltestellen, ne? Ja, aber die, das stimmt, aber die unterirdische Haltestelle, die wurde Huch. auch in, Hier ist ein Fehler drin. komisch. Aber wir sind ja vorgestern noch lang gefahren, da hatten wir den Fehler nicht gehabt, lustigerweise. Hier ist Das. ein Fehler drin, kann ich nur sagen. Wir probieren es nochmal. Wir fahren mal mit ein bisschen Highspeed da lang. Also das kann ich nicht verstehen, weil wir sind da noch lang gefahren am Montag, ich und Martin am Zug oder Martin BTW, wie auch immer. Da hat alles geklappt. Dann haben die U12 getestet und die U14 getestet und sogar die Buslinie. Na gut, die Buslinie ist nicht so ausmoderiert oder ist halt eigentlich nur Straße, mehr nicht. So, wir probieren es einfach nochmal. Also rein Rasi-IG muss es ja gehen, wenn das nichts geändert hat, seit das Update. Also Montag ging das nach 1A. Ah, was ein Fehler an der Straßenbahn oder was weiß ich. So, nee, wo fahren wir hin? Nach Münsterkraft. Münster Kraftwerk. Ach so, das ist dieses Ding, was du mir da gezeigt hattest, ne? Ja. Wir haben da Falsche Linie, gekämpft keine und Ahnung. ja. Besser haben wir es eigentlich hingekriegt. Wo hat er mich denn jetzt hingespawnt hier? Ach, hier sind wir, okay, ich verstehe. Das ist noch weiter hinten. Schauen wir mal, ob das trotzdem wieder funktioniert. Das ist nach Mühlhausen, das gehört auf die schräge U12 fährt dann. Oh, fahren jetzt mal noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Speed jetzt hier mal kurz lang, ja, also. Ja.
Der Abschnitt ist auch neu, das ist der Abschnitt Hornbach, heißt die Haltestelle. Hornbach. Ja, so heißt die Haltestelle. Und da ist auch da hinten in Hornbach und noch ein anderer Laden. Müssen wir auch noch nach Dreieck nach hinten bauen. Ja, der Abschnitt haben wir neu gebaut. Das ist halt mit dabei. Man kann da lang fahren, wie man sieht, aber offizielle Strecke ist ja von Mühlhausen bis nach Münstergrafeck oder Mühlhaus oder von Hornbach bis nach Halsschlag oder U12 oder. Der Tunnel sieht fast 1 zu 1 gebaut, oder war ich selber sprachlos, wie er es gut hingekriegt hat. Kann sein, weil das ja eine Rollbahn ist, eine Rollbahn, da haben wir nicht reingekriegt für die U14, U12. Ja, aber ja, zumindest hat er ja Ansage gehabt irgendwie. Die Ja. waren ja irgendwie da, da hat er ein Video von gemacht. Kann man Ja, ja nochmal ein ich bisschen Eigenwerbung machen. Er hat ja wohl einen eigenen Kanal irgendwie, wo er auch da immer so ein bisschen das Projekt auf dem Laufenden hält, wenn es so Neuigkeiten gibt. Ja. Also könnt ihr aber vorbeischauen. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein. Falls euch das Projekt Stuttgart hier interessiert. Doch, ein sehr spannendes Projekt. Was wir alles noch vorhaben. Ja, oder die Ecke, oder diese Ecke, Serie, da drüben ist ja dann McDonald's, aber weil wir es nicht hinkriegen, diese McDonald's. Ja, das Gebäude ist neu und da muss ich noch das Toilettenhäusle von dir noch hinbauen. Ja, übrigens, in Bio hat auch ein paar Objekte gebaut für uns, für Stuttgart, da will ich auch noch Dankeschön sagen an Bio, dass er ein bisschen uns unterstützt hat mit Projektbau. Nur so viel waren es ja nicht. Und waren zwar war halt nur drei, aber die waren schon in sich, aber die ist nicht so hingekriegt. Und wir sind ja froh für jede Unterstützung, die wir bekommen. Ja, also solltet ihr Bock haben, an einem Projekt mitzuwirken, dann könnt ihr euch ja gerne mal da melden bei Projekt Stuttgart. Na klar, wenn ihr was könnt, nehmen wir euch gerne auf, das ist keine Frage. Da sind jeder herzlich willkommen bei uns im Team. Wie mehr, wie besser, sage ich immer. Wenn ihr so viel auch gute Objekte bauen könnt, dort auch bekommen. Oder andere Fähigkeiten wie Strippen oder. Ich fahre jetzt einfach mal drüber, ja. Achso, ist eh gerade grün geworden. Ja. Weil eigentlich interessiert uns ja jetzt nur, was da los Ja, ist. Wie gesagt, na ich bin gut. halt nur auf der rechten Seite lang gefahren, unter Ja. der Unterführung. Also, das ist der Neckar, wo man sieht. Nein, der ist nicht so schön blau, wie man denkt. Der ist eher braunlich, die Brühe. Aber hab ihnen es auch gesagt, dass es so blau das Wasser nie ist. Wir gucken mal, ob wir das originale Farbe hinkriegen. Hab ja schon Bilder gemacht von dem Neckar. Ja. Na klar, ist die Strecke, weil wir fahren noch nicht ausmoderiert 100%, da wird noch einiges hinkommen. Aber es ist so weit schon fertig, dass man halt da lang fahren kann und man guckt halt durch den leeren raus quasi. Das war auch schon wichtig, dass man nicht nur Schiene hat und dann da nichts mehr hat, sondern man hat Schienen, Gehweg, Straße, Bäume. Na, unsere Un Aber warum habt ihr denn die Version denn so früh veröffentlicht? Wäre es da nicht vielleicht noch sinnvoller gewesen, da noch ein bisschen zu warten, bis zum Beispiel so ein kompletter Abschnitt fertig ist? Da stimmt allerdings, das war halt meine Idee, weil die allererste Version war da rausgehauen hat, einfach, die war einfach nicht so schön und da wollte ich mich nicht so gerne zeigen. Dann dachte ich, ja, soweit ist das Eindruck eins, soweit zu gut fertig, dann kann man das nächste raushauen. Das sieht dann viel besser aus als das erste, das ist ja nicht so teuer. Die Brücke ist sogar selbst gebaut. So, jetzt probieren wir es nochmal. Wir fahren jetzt mal mit Schmackes hier rüber. Also wir haben am Montag noch extra noch getestet, da hat alles funktioniert. Oh, wenn das wieder passiert, dann muss er einen Fehler gemacht haben. Ja. Dann
Müsste nachträglich ein Fehler reingekommen, das habe ich auch nicht verstehen. Sonst müsste halt immer auf der anderen Seite vorbeizufahren. Von Münsterkrachwe. Ne, wir können uns ja die Karte noch so angucken. Meine Leute steigen ja hier eh nicht ein und aus. Ja, bis jetzt noch nicht. Also, da können wir ja nichts ändern. Nö, nee, das ist richtig. Die Gebäude sind alle selber von euch jetzt hier? Das eine ja, das andere ist halt. Diese Pizzeria der Mama Mara? Ja, das ist von uns. Die anderen sind halt von Lotus mitgeliefert. Wir sind dabei gewesen, glaube ich. Was ist das hier für ein Gebäude? Da ist halt, glaube ich, die üble Elektro-Kasten, die sind hier da drin. Ah, ja, aber die Textur da, also da müsst ihr ein bisschen mehr eine Textur machen, das ist so unscharf. Ja, ich würde es Kollege ausrichten. Ja. So, fahren wir mal ein bisschen so weiter und gucken uns mal hier so ein bisschen das alles hier an. Ne? Ja. Und dann schauen wir mal. Also ich meine, muss ja schon sagen, hier mit den ganzen Gehwegen und alles, was hier ist, total toll gebaut hier. Da auf jeden Fall unbedingt festhalten dran. Ne? Ja. Macht es dann halt noch ein bisschen lebendig, also so realistischer halt. Ne? Wenn da natürlich ja, noch die ganzen Gehwege sind. Wir achten schon auf Realismus schon, oder wollen schon realistisch machen, wie möglich. Was ist das hier? Das war vom Kollegen, das ist nicht von mir. Und so Martin Anzug seine Objekte. Also ich glaube, da setzen wir uns noch mal ran an Häusern, ne? Also. Ja, also das ja. Gefallen hat mir das nicht, das ist auch nur pro so stark. Okay, okay. Die kommt schon noch mit keiner Angst, oder? Ich weiß ja nicht. Ja, so, das sieht ja auch aus wie eigene Objekte hier. Was ist das hier? Was ist da drin? Da ist das Münsterrathaus drin. Ah, das ist das Münsterrathaus, okay. Und da unten ist halt so eine Kneipe in Kiusheim. Okay. Weil die ganzen Leute hocken und ihr Bierle trinken vor der Kneipe. Also hier mit dem Fahrrad hochfahren, gute Nacht. Ja, das ist ein steifer Anhang, ob es wirklich so steif ist, weiß nicht, aber da geht eine Fußgängerbrücke rüber. Aha. Wahrscheinlich wird die auch ausverbessern, schätze ich mal. Was steht hier? Schlaraffia Stuttgart, ja. Was das da steht, weiß ich zwar auch nicht. Die Objekte habe ich auch nicht. Also ist ja schon ein bisschen interessant, wenn du da ein Projekt mitbaust und dann, ja. Ach Mensch, so. Ja, mal eine schöne Kreuzung eigentlich mit diesen ganzen Mini-Inseln hier, die hier sind, um die ganze Verkehrsführung ein bisschen zu organisieren hier. Ja, also sieht halt in echt auch aus, die Insel. Na, ja, schon cool gemacht. So, jetzt kommen wir hier zu deinem Megabauwerk hier, ja? Ja. Das ist das Heizkraftwerk jetzt hier, ja? Ja, das Kohlekraftwerk. Da genau, da fährst du unten drunter dann hier ja. Ganze Stücke. Also, weil man halt keine Profi baut, oder besser her, man hat es nicht hingekriegt und ich kann mal sagen, man kann es lassen. Es ist zwar kein Meisterwerk, aber das komplett wegzulassen wäre dann so ein bisschen auffälliger gewesen. Ja, klar. Also, da ist ja was, also das ist sehr auffällig, weil das ist eigentlich schon ein stadtbekanntes Merkmal an der Strecke, das Kraftwerk, Kohlekraftwerk. Ja, oder der Tunnelabschnitt, der finde ich super geworden. Das weiß jetzt ich überrascht, wie realistisch die halt. Genau. Hier ist irgendwo der Tunnel. Kann man ja. Noch mal hin. Ich glaube, der war hier, oder? Oder war der hier hinten? Also da ist ganz oben die Endstation Halsschlag und dann kommt, das ist die Bottromer Straße, ist die. Wo der Tunnel anfängt. Und ja, die sieht ja auch, oder so sieht die sogar realistisch aus. Ja, muss man auch sagen, ne? Das sieht schon. Du weißt selbst, ich sprach. Sehr gut aus. Achso, hier ist ja. Hier ist. Ein Fahrstuhl? Okay. Ja, ein Aufzug darstellen. Da fällt noch zwei, drei Sachen noch. Da kommt noch ein Dach. So, aber spannender fand ich halt das hier, ja, dass die Jungs es wirklich geschafft haben, hier so ein. Ja. Uns Blein hier zu bauen, der schon so einen Tunnel darstellt, ja. Also das ist schon. Ja.
Aber könnte man tatsächlich schon ein bisschen mehr machen hier, dass man hier zum Beispiel auch so eine unterirdischen Strecken hier baut oder sowas halt, ne? So eine Ja, die U-Bahn-Strecken oder sowas. kommen noch, aber das ist. Da ist eins der letzten Abschnitte, der kommt halt, fährt ja auch durch den Tunnel durch. Welche Richtung muss man? Halsschlag. Oder von Halsschlag nach Münster. Quatsch. Halsschlag nach Remseck. So rum, genau. Genau so. So Das ist passt, die. sage ich ganz gut. Ja, das ist die U14. Ja, die fährt sogar an den Stuttgarter Zug sogar vorbei. An Wie dem lange meint Wendepunkt. er, seid ihr noch unterwegs damit? Wie lange werdet ihr da noch brauchen? Nur sehr lange. Das ist ja nur ein Viertel, nicht mal die Hälfte ist das an der Strecke. Das ist noch, ich kann mal nachschauen, ob man da. Also, es sind also, die ganze Strecke fängt an Mühlhausen, da kommt Auswiesen, Hofen, Max Eisi, War, Dreiecker, Eppelestraße, Freibergstraße, Münster-Rathof, Münster-Viadukt, Münster-Grafwerk, da kommt Mühlsteg, Rosensteinbrücke, Velmer, Mialbeder, Metzstraße, Stöcker, Neckartor, Stadtgalerie, Charlottenplatz, Rathaus, Roter Wiesplatz, Stadtmitte, Berliner Platz, Berliner Platz, Niederhalle, Börsenplatz und Hauptbahnhof. Das sind meine Hauptbahnhof. Ja. Also noch eine ganze Menge, mit anderen Worten. Ja. Ja, Das das war sind. auf jeden Fall erstmal so weit das neue Update von der Stuttgart-Karte. Ihr habt gesehen, ein paar Fehler sind noch drin. Die werden, denke mal, nach dem Video spätestens ausgemerzt werden. Ja. Ja, wenn euch natürlich was aufgefallen ist, dann ja, schreibt es ja gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, dass die Häuser hier unten sind, das wäre mal eine coole Frage-Antwort, warum man das macht. Also vielleicht kann er uns ja da mal ja, was zukommen lassen. Also ich versuche ja hier immer noch rauszufinden, wo der Clou hierhinter steckt, aber ich werde nicht fündig. Ich kann sagen, dass er halt vielleicht ein Gebäude hinbauen möchte, das dann so irgendwie runtergerutscht. Dafür ist es zu so kontinuierlich. Vielleicht hat er da irgendwie was Das da ist rein. an jeden, eigentlich praktisch fast an fast jeder Haltestelle ist das. Vielleicht, weiß ich nicht, was. Hat er irgendwas Neues entdeckt, wo vielleicht praktisch ist, weiß ich ja nicht. Da ist da eine Taktik drin, das weiß ich selbst nicht. Da hinten nochmal. Wo war das? Hier muss es irgendwo gewesen sein. Ja, genau. Das sieht immer so ein bisschen aus wie so eine Überbrückung irgendwie. Als ob hier irgendwo vielleicht Fehler drin waren, wo er die Textur nicht richtig lang konnte. Und da hat er dann stattdessen das Haus hinten platziert. Aber wie gesagt, vielleicht kann er uns ja der Martin am Zug da selber mal Bericht erstatten, warum Ja. er die Häuser da hingebaut hat. Auf jeden Fall, ja, war das zumindest das neue Update. Wie gesagt, ist bei jedem, wird automatisch runtergeladen. Sobald ihr die Karte natürlich habt, dann sollte das Update automatisch gezogen werden. Ja. Und ja, sonst hast du abschließende Worte irgendwie, was du noch sagen möchtest? Ja, also wir bleiben da dran und bauen halt die Fehler raus und uns halt verbessern und tun auch weiterhin die Strecke dann weiterbauen. Ich schätze mal, jetzt kommt der Abschnitt, da wir halt vom Münster Kraftwerk halt weiterbauen, bis drei, vier Stellen halt weiterbauen. Dann, wenn es dann alles picobello aussieht und wir unsere Häuser erweitert haben, dann schätze mal, wird irgendwann mal das zweite Update, das dritte rauskommen. Aber bis dahin, denke mal, wird noch einige Zeit vergehen. Ja, so schnell wird es nicht, das kann. Wird schon sehr lange dauern, schöne Wochen, oder? Also vor, oder nächste 4 Wochen glaube ich eher nicht. Ich hätte mal 8 bis 12 Wochen, wenn es überhaupt dieses Jahr vielleicht nur eins rauskommt, wissen wir noch nicht. Ne? Kann Naja, sein, ich aber. würde mir da wahrscheinlich keinen Zeitdruck machen. So, Nö. Update kommt, wenn es fertig ist. Genau. Ah, es geht halt Weihnachten, Wäsche, da mal Weihnachten ab noch raushauen. Oder auch nächstes Jahr, gucken wir mal, wann wir Zeit haben und wie wir es weiterbauen und wie
Gebäudebau ist in Blender ist auch nicht immer einfach. Auch hat seine Zeit. So. Wann die genau fertig wird, das ist keine Ahnung. Kann noch ein Jahr dauern, bis sie komplett fertig ist oder auch zwei. Dann lassen wir doch mal überraschen, ob Lotus da vielleicht schneller ist als ihr. Kann man gut Von vorstellen. daher würde ich sagen, bedanke ich mich bei Hobby, dass er dabei war und uns hier so ein bisschen was dazu erzählt hat zu dem Projekt Stuttgart. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion, schreibt es am besten einfach unten mit rein. Gerne. Und ja, sonst würde ich sagen, verabschieden wir uns, bedanken uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, tschüss.